Phil, diese Runde will es leider nicht klappen. Wie ist es heute gelaufen? Ja gut, das Ergebnis ist natürlich nicht so gut für uns. Mit einem 2-3 zu Hause können wir natürlich nicht zufrieden sein, beziehungsweise bringt uns natürlich immer mehr in eine Situation, wo wir liefern müssen. Wir haben gehofft, heute uns ein bisschen befreien zu können. Die Leistung hat meiner Meinung nach gestimmt, der Einsatz hat gestimmt. Unterm Strich ist einfach brutal bitter, dass wir dann in der 90. Minute mit quasi der einzigsten Chance in der zweiten Halbzeit vom Gegner dann 2-3 kriegen. Ja. Natürlich jetzt im Moment große Enttäuschung, dass wir die Ziele nicht erreicht haben. Mindestens den Punkt hätten wir uns eigentlich verdient gehabt. Aber gut, so ist der Fußball. Ich meine, können sie jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen nach vorne schauen, müssen es ein bisschen aufarbeiten und dann geht's weiter. Erinnerungen werden wach an die letzte Runde. Es gibt wieder etwas mehr Verletzte und die Niederlagenserie. Ist es ähnlich und was meinst du, was anders ist? Ja, ich will keine Vergleiche ziehen zu letzter Saison oder irgendeiner Saison. Ich konzentriere mich auf die jetzige Situation, die jetzige Phase. Da ist einfach so, dass ein bisschen die Ergebnisse natürlich nicht stimmen. Aber es bringt uns ja nichts. Ja, wir müssen aufs nächste Spiel gucken. Wir müssen anfangen, mehr zu investieren, mehr zu arbeiten. Und da bin ich mir sicher, dass wir uns auch belohnen können. Es gab ja ein paar Änderungen in der Mannschaft, natürlich mit dem Saisonwechsel. Ein paar Leistungsträger sind weggegangen. Was meinst du, wie die neue Mannschaft sich bis jetzt gefunden hat? Natürlich unter den Ergebnissen, die da waren, könnte man jetzt sagen, dass da noch viel zu tun ist. Ich finde es trotzdem großartig. Wir haben ganz tolle Jungs dazugekriegt. Viele junge Spieler, die auch richtig Gas geben. Zurzeit habe ich auch das Gefühl, du kannst eigentlich jeden reinschmeißen und jeder bringt die Mannschaft voran. Wenn ich auch heute gesehen habe, was die Einwechselspieler nochmal für einen Schwung gebracht haben, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und darauf sollten wir aufbauen. Wir sollten gucken, dass wir unsere Arbeit machen, uns auf uns konzentrieren, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen und uns dann einfach belohnen für das, was wir hier investieren. Kurze Frage, private Frage am Rande. Du bist seit letzter Woche verheiratet. Glückwunsch dazu. Kickt man da anders, um mal ganz blöd zu fragen? Während des Spiels habe ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber natürlich bin ich immens froh, so einen Rückhalt zu haben von meiner Frau jetzt und auch vom Verein, wo viele auch sich bei der Feier und beim Standesamt gezeigt haben. Dementsprechend glücklich und froh bin ich über die Gesamtsituation. Phil, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.